Das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. So, und jetzt melden wir uns hier auf Okidok an die Zuhörer. Herzlich willkommen. Wir starten den dritten Tag vom Nomatre Okidok Medienfestival hier in Heidis Zauberpark in Wien. Und als Rednerin ist die Frau Dr. Beatrice Steingassner da, was Krankheiten uns sagen. Und ich würde sagen, ich sage jetzt Mikrofon frei für Frau Doktor. Wenn du dich nicht änderst, hast du keine Chance. Ein Satz, der eine Krebspatientin sehr wachrüttelte. Ein Satz, der sie sehr zum Nachdenken brachte. Sie ging dann nach Hause und setzte sich wirklich in Ruhe hin und dachte über ihr Leben nach. Wie sieht denn mein Leben denn so aus? Ja, mein Leben sieht wahrscheinlich nach außen hin vor allem wahrscheinlich sogar recht gut aus. Doch wie fühle ich mich? Und wenn sie da dann genauer reingespürt hat für sich, hat sie gemerkt, dass sie nicht wirklich zufrieden ist. Dass sie irgendwo sich mit den Problemen aller Leute beschäftigt, dass sie für alle da sind, aber sie letztendlich viel zu kurz kommt. Sie vernachlässigt sich selbst. Und dann hat sie sogar noch weiter überlegt und hat gedacht, naja, und warum mache ich das eigentlich? Und da, nach einer Weile, kam sie dann drauf und hat gedacht, eigentlich möchte ich geliebt und anerkannt werden. Ich möchte vor allen gut dastehen. Doch mit der Einstellung hat sie auch gemerkt, dass sie irgendwo viel mehr im Außen ist und gar nicht bei sich. Dass sie letztendlich irgendwo fremdgesteuert ist, weil sie ständig den Erwartungen anderer nachkommt. Ja, diese Erkenntnis erstaunte sie. Diese Erkenntnis schockierte sie zum Teil. Doch innerlich irgendwo hat sie auch eine gewisse Freude daran gehabt. Weil sobald man etwas erkennt, kann man auch was verändern, wenn es einem nicht gefällt. Und so kam jetzt ein Prozess in Gang, wo sie immer mehr in sich reinspürte, sich bewusst wurde, gut, was möchte ich denn? Was ist mir persönlich denn wirklich wichtig? Und da hat sie dann auch gemerkt, dass sie sich zum Teil dann abgrenzen muss, dass es Mut braucht, auch mal Nein zu sagen. Und zum Teil auch wirklich bei dem Nein zu bleiben, weil ihr Umfeld war das ja jetzt gar nicht gewohnt, dass sie jetzt plötzlich sich anders entscheidet. Und sie hat auch gemerkt, dass sie Mut braucht, um neue Herausforderungen anzugehen. Ideen, die ihr Umfeld vielleicht auch erstmal komisch fand. Aber es kam dadurch ein Prozess in Gang, wo sie immer selbstbewusster wurde, wo sie auch immer mehr Freude hatte. Natürlich war das jetzt kein geradliniger Prozess, aber sie gewann immer mehr an Stärke. Sie hat eine innere Sicherheit gehabt, eine innere Freiheit und vor allem ein Selbstbewusstsein. Und sie führte immer mehr das Leben, das sie sich gewünscht hat und was ihr gefiel, dass sie glücklich war. Und letztendlich war sie dann sehr dankbar, dass sie Krebs hatte. Ja, so bin ich überzeugt, dass eben auch jede Krankheit eine Botschaft für uns hat, die uns wachrütteln soll und dass, damit wir letztendlich auch in unsere volle Größe dann kommen. Und wenn eben diese Erkrankung kommt, dass man sich dann auch fragt, gut, was hat es auch Gutes an sich? Natürlich ist man erstmal geschockt, vor allem wenn die Erkrankung schwerwiegender ist, aber doch hat es auch was Gutes an sich. Ja, mein Name ist Dr. Beatrice Steingassner und ich habe das Buch geschrieben, was Krankheiten uns sagen.
Mit dem Buch möchte ich Impulse, Denkanstöße geben, Hilfestellungen geben, damit jeder, der irgendwo eine Erkrankung hat, hinter der Botschaft kommt. Und wie gesagt, dadurch auch wirklich die Möglichkeit hat, in seine volle Größe dann zu kommen. Das Wissen habe ich sozusagen in die Wiege gelegt bekommen durch meine Mutter, Frau Dr. Müller-Kainz. Ich bin mit dem ganzen Wissen aufgewachsen und erfreue mich deshalb auch über ein sehr gesundes Leben bis jetzt. Was nicht heißt, dass ich auch das eine oder andere schon mal so an Kleinigkeiten hatte. Aber da wurde ich dann sofort hellhörig und habe in mich reingespürt, gut, was könnte ich denn jetzt anders machen? Und so bekommen wir nämlich auch alle Vorwarnungen. Anzeichen, dass wir da dabei sind, aus der Balance zu geraten. Was können diese Vorwarnungen sein? Zum Beispiel, wir schlafen nicht so gut oder sind irgendwo innerlich unzufrieden oder wir vergessen etwas, müssen ständig etwas suchen, sind irgendwo ein bisschen unkonzentriert. Können auch leichte Kopfschmerzen sein, leichte Depressionen, eine gewisse Lustlosigkeit, Appetitlosigkeit oder auch das Gefühl, man funktioniert nur noch. Das alles sind Anzeichen, dass wir irgendwie Energie verlieren. Und jetzt die nächste Frage natürlich, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Wie reagieren wir? Schnell ist man natürlich dabei so, naja, das wird schon, geht schon wieder vorbei und kommen wir schon wieder in Trab. Aber sonst ideal wäre es doch, sich Gedanken zu machen. Belastet mich etwas? Worüber mache ich mir vielleicht sogar Sorgen? Welche Gedanken habe ich? Weil letztendlich unsere Gedanken bestimmen schon auch mal unsere Gefühle. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, treffen wir auch die entsprechenden Entscheidungen. Ja, oder vielleicht hätte ich auch gern mal was anderes. Also einfach immer wieder mal kurz innehalten und spüren, ist alles wirklich so stimmig? Und je nachdem, wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, holt sich der Körper die Zeit dann auch selbst, indem er uns ein bisschen zur Ruhe stellt. Da bekommen wir mal Fieber, Erkältung oder Ähnliches, wo wir einfach mal ins Bett gesteckt werden, ein bisschen zur Ruhe kommen, runterfahren können und dann uns Gedanken machen können. Ja, dem Ganzen liegt zugrunde im Prinzip das Gesetz von Ursache und Wirkung. Was wir sehen, das ernten wir. Das heißt, jeder Gedanke, jede Verhaltensweise hat seine Wirkung. Als Wirkung ganz allgemein kann es Energie sein. Also wir bekommen Energie, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, die uns gut tun, die richtig sind für uns. Da fühlen wir uns gut, freuen uns und sind innerlich ausgeglichen. Und andererseits, wenn wir eben Entscheidungen getroffen haben, die nicht so gut sind, wo wir uns viele Sorgen machen, Ängste haben oder vielleicht auch mit jemandem zusammenkommen, wo wir das Gefühl haben, boah, da ist mir jetzt gerade so richtig die Energie dann entzogen worden. Das spüren wir dann auch. Und als übergeordneten Sinn des Lebens sehe ich auch unsere persönliche Weiterentwicklung. Und damit das eben auch passiert, haben wir sozusagen ein Entwicklungstraining jeden Tag. Das heißt, wir bekommen wir werden schon mal in eine entsprechende Familie geboren, haben entsprechendes Umfeld, dann entsprechende Begegnungen, Situationen, Kollegen, Mitarbeiter, Bemerkungen kommen auf uns zu, was auch immer. Es passiert ja sehr, sehr viel über den ganzen Tag und da sind wir letztendlich immer wieder gefordert, entsprechend zu entscheiden, weil wir reagieren ja drauf, ob jetzt gedanklich oder per Wort oder per Tat. Und wenn wir jetzt, ja, wie sieht es in der Praxis aus? Also jetzt zum Beispiel, eine Frau hat nicht so viel Mut und kommt
jung geboren, dann in eine Familie, wo die Mutter vielleicht auch nicht so viel Mut hat. Jetzt hat sie die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, meine Mutter hat auch nicht so viel Mut und sie opfert sich immer für alle auf und gibt sich total auf, das muss ich auch so machen. Oder merkt, wie unglücklich die Mutter ist und entscheidet sich dann nochmal anders zu sagen, nein, ich gehe meinen Weg, ich spüre wirklich, was für mich richtig und gut ist. Oder man kann genauso wie bei mir zum Beispiel auch eine sehr starke Persönlichkeit als Mutter bekommen. Und da war ich auch mein Leben lang oder bin es vielleicht auch immer noch gefordert, neben ihrer starken Persönlichkeit meine eigene Persönlichkeit aufzubauen. Eine eigene Stärke. Und dadurch, dass wir auch sehr unterschiedlich sind, hat sie oft eine ganz andere Vorstellung als ich. Und wo ich dann wieder den Mut haben darf, wirklich meinen Weg zu gehen. Ja, andere Beispiele. Es hat jemand die Tendenz, sich aufzuregen, sich immer wieder zu ärgern. Dann ist in seinem Umfeld oft mal jemanden, der sozusagen zwei linke Hände hat. Dass er also wieder auf die Probe gestellt wird, okay, ärgere ich mich jetzt wieder oder reagiere ich diesmal anders? Und so kann es auch jemanden vielleicht gehen, der sehr kritisch ist, auch dann eher das dann sieht, was nicht so gut funktioniert, wo vielleicht ein bisschen Dreck ist, wo was nicht so perfekt ist. Oder auch zum Beispiel eine Frau, die gerne Männer rettet, zumindest auch, wo sie das Gefühl hat, dass sie die unbedingt retten müsste. Und so gerät sie natürlich auch an die entsprechenden Männer, aber je nachdem ist der Mann gar nicht davon überzeugt, dass er gerettet werden muss, sondern dass er gut ist, so wie er ist. Und so beißt sie sich dann immer wieder dann ihre Zähne an den Beziehungen dann aus, bis sie dann ihr Muster erkannt hat, weil sie natürlich dann immer an einen ähnlichen Typ, an einen Mann dann geraten ist und gesagt hat, nein, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte eine gleichwertige Beziehung, wo wir uns gegenseitig befruchten und ergänzen und auch Gemeinsamkeiten haben. Ja, und dann kommt auch nochmal ein anderes Lebensgesetz zum Tragen. Das ist das Spiegelbildgesetz. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns selbst wahrzunehmen und zu erkennen, aber je nachdem machen wir uns auch die Augen dann eher mal zu und dann kriegt man das ganz genau vorgesetzt, vor die Nase. Da haben wir natürlich dann auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, naja, das ist ja der andere, das hat ja mit mir nichts zu tun. Aber letztendlich hat es doch mit uns zu tun. Und vor allem, wenn es mich stört, dann hat es erst recht etwas mit mir zu tun. Dann ist es ideal, wenn wir in Ruhe überlegen, gut, was spiegelt mir das? Was möchte mir das jetzt irgendwie sagen? Aber auch möchte ich als Trost geben, auch das Positive wird gespiegelt. Das heißt, auch wenn wir uns verbessern, wenn wir uns zum Positiven verändern, dann verändert sich auch unser Umfeld zum Positiven. So, ja, und so mit spiegelt dann auch unser Körper, unser Innerstes dann. Gut, wir kennen es ja letztendlich auch von der Körpersprache, wenn wir uns sehen, wie steht jemanden da, wie gibt er mir die Hand, wie ist die Mimik, wie ist die Gestik. Daran können wir im Prinzip dann auch oft schon etwas entnehmen. Gut, mein Comic weiß ich nicht, ob man das gut sieht. Lesen muss man es nicht können, ich denke, spricht für sich. Wo Charlie Brown dann eben sagt, wenn man deprimiert ist, muss man wirklich mit dem Kopf nach unten, Schulter runterhängen und ganz enttäuscht dann reinblicken. Das absolut Falsche, was man machen kann, ist aufrecht zu sein oder gar zu lächeln. Aber auch da können wir das auch andersrum im Prinzip einsetzen. Wenn wir nicht so gut drauf sind, dann können wir über den Körper, wenn wir die entsprechenden Maßnahmen treffen, uns auch wieder eine gute Stimmung bringen, uns aufrichten, innerlich lächeln oder gar auch in den Spiegel schauen und lächeln.
da können wir schon kaum mehr bedrückt dann sein. Es ist eine gute Hilfe, wirklich auch nochmal in seine Stärke dann zu kommen. Ja, und dann ist es letztendlich eben auch so mit den Krankheiten, dass sie da uns auch was spiegeln, beziehungsweise eine Botschaft haben. Ja, wollen wir dann ein paar Organe mal durchgehen? Unser Herz. Das Herz zerspringt vor Freude oder man ist herzlos, das heißt, hat keine Gefühle, also, oder man ist kaltherzig. Also viele Sachen sind wirklich symbolhaft oder auch über Sprichwörter dann zu entdecken. Also es klingt dann vielleicht sehr einfach, aber letztendlich ist es auch einfach, weil wir sollten sie auch verstehen können. Und so hat unser Herz sehr viel mit Gefühlen zu tun. Das heißt, ärgere ich mich? Habe ich Ängste? Bin ich eifersüchtig? Neidisch? Hassgefühle? Das sind natürlich alles Gefühle und Emotionen, die unser Herz belasten. Und je länger das natürlich vorhanden ist, umso mehr leidet dann auch unser Herz. Und anders natürlich, dass liebevolle Gefühle für sich und für andere das Herz stärken. Oder auch Gefühle der Freude und Dankbarkeit. Gerade die Dankbarkeit ist einer der stärksten positiven Gefühle. Wenn wir in das Gefühl der Dankbarkeit gehen, da sind wir auch von der Energie her gleich wieder oben auf. Wirklich dankbar zu sein für das, was funktioniert, was gut geklappt hat. Und sicherlich, wenn wir krank sind, ist oft der Fokus eher auf das, was dann wehtut oder nicht so gut funktioniert. Aber es geht genauso viel auch wirklich noch, was in Ordnung ist. Und auch dafür sollten wir dann dankbar sein. Ja, bei Herzerkrankungen muss ich an einen Patienten denken. Er war Hotelbesitzer und hat ein sehr strenges Regiment geführt. Also es musste wirklich alles picobello dann sein, war fast wie ein Sklaventreiber, haben es also viele dann so empfunden, weil es auch so ein bisschen in Kombination mit Perfektionismus war. Und mit vielen Mitarbeitern war es natürlich dann auch schnell mal, dass etwas halt nicht so in Ordnung war. Und da hat er sich dann schnell mal aufgeregt. Und das nicht nur ein bisschen, sondern so richtig wie ein Vulkan ist er dann hochgegangen. Und dann kam vielleicht noch eine zweite Sache dazu, dass er einen Schwiegersohn hatte, wo es da auch Indifferenzen gab, wo er sich auch mächtig aufgeregt hat und ihm wegen einer Sache überhaupt nicht vergeben konnte. Und da er auch dann im Hotel mitgearbeitet hatte und er dann ständig, also ihm sozusagen vor der Nase dann war, hat es zwar nicht so nach außen hin gezeigt, das weniger, aber innerlich hat es so in ihm gearbeitet, dieser Groll, dieser Hass, dieses Nicht-Vergeben-Können, dass irgendwo wo sein Herz dann wirklich gelitten hat und er dann einen Herzinfarkt bekommen hat. Er hat es dann Gott sei Dank überlebt und ist dann schon viel ruhiger geworden und hat gemerkt, okay, so geht es einfach nicht weiter. Und interessant, ich habe dann mal gefunden, gibt es eine Karte von Gefühlen, wo man genau sehen kann oder relativ genau sehen kann, wie Gefühle bei uns im Körper wirken. Wo wirklich die Körperaktivitäten, also das ist dann das Rot und Dunkelrote ist, zu hoch sind. Also gerade beim Ärger sieht man es dann, also wirklich auch hier im Herzbereich. Oder dann auch interessant die Depressionen, was sehr viel blau ist. Das heißt, da sind die Aktivitäten sehr, sehr runtergefahren. Gut zeigt sich ja auch, man ist in den Bewegungen her langsamer, man ist irgendwo ein bisschen gelähmt und einfach insgesamt runtergefahren. Und das kann man über diese Darstellung, finde ich, sehr interessanterweise dann gut erkennen. Gut, gehen wir zur Lunge. Die Lunge, ja, ich könnte sogar noch ein bisschen oberhalb im Prinzip anfangen bei den Atmungsorganen. Also geht ja bei der Nase rein über Rachen
über die Luftröhre dann erst in die Lunge und auch dann natürlich die Luft geht genauso wieder raus. Ist im Prinzip auch ein Prozess von aktivem und passivem, beziehungsweise aufnehmen und abgeben. Und gerade beim oberen Bereich ist es dann auch wieder so, okay, was nehme ich jetzt auf? Aber vor allem auch, was gebe ich dann ab? Das in Form von Worten zum Beispiel. Also wenn ich sehr kritisch bin, sagt mir auch dem Hust ich was. Kann es gut sein, dass man dann mit Husten und Bronchitis zu tun hat. Und die Lunge dann wiederum ist ein Organ, was auch den Lebenswillen dann darstellt. Darum erkranken viele ja dann oder haben zum Schluss dann eine Lungenentzündung, wenn sie sich dann irgendwo schon aufgegeben haben und nicht mehr leben möchten. Muss nicht sein, aber kann sein. Und die Lunge zeigt auch, dann bin ich im Balance mit meiner Zeit, fühle ich mich irgendwo überfordert. Auch natürlich, wie verwende ich meine Zeit? Wenn ich natürlich auch rauche, dann leidet da extrem die Lunge. Dann führe ich mir ja auch noch Gifte zu. Anders aber dann wieder, wie gesagt, das Positive, dass wir dann die Möglichkeit haben, mit Mut in unsere Stärke zu kommen, dass wir doch auch den Fokus auf uns richten, was tut uns gut, was ist wichtig für uns, dass wir wieder die Lebensfreude haben und auch diese Spannung, Entspannung, vor allem auch die Entspannung wieder in Balance ist. Ja, die Niere ist ein paariges Organ, hat auch mit Ärgern oft zu tun. Es geht mir an die Nieren. Und da es ein paariges Organ ist, hängt es oft auch mit Beziehungen dann zusammen. Also gab es dann auch eine Patientin, die wollte dann gerade in Urlaub fahren und hat dann plötzlich so Schmerzen im Rücken bekommen. Und die Diagnose war dann, dass sie Nierensteine hatte. Und da sie die Zusammenhänge schon ein bisschen kannte, hat sie sich dann einfach nochmal genauer Gedanken gemacht über ihre Situation und hat gemerkt, dass sie ihren Ex-Mann noch gar nicht so richtig vergeben konnte. Sie sind zwar schon längst getrennt, aber irgendwo schleppte sie da noch was mit sich herum. Und da sie dann Angst hatte, wieder mal verletzt zu werden, ist sie auch andere, neue Beziehungen nur so halbherzig dann eingegangen und hatte jetzt auch gerade einen Freund, wo es nicht wirklich stimmig war. Und da hat sie einfach gemerkt, okay, da muss ich jetzt Klarheit schaffen. Also A, wirklich mit dem Ex-Mann abschließen, das Ganze vergeben und dann sich öffnen für eine neue Beziehung. Und dann kann auch die richtige Person dann kommen. Und in ihrem Fall war es dann sogar so, dass sie eigentlich ohne irgendeinen Eingriff dann die Nierensteine verloren hatte und dann 2 Tage später dann schon in Urlaub wieder fahren konnte. Ja, Leber und Galle. Die Laus, die über die Leber läuft, das drückt auch schon sehr schön aus, dass es auch hier da wieder um Ärger geht. Also auch da sind irgendwo negative Emotionen zu zügeln und dass man lernt, dann viel mehr über den Dingen zu stehen. Auch da hatten wir eine Frau, die war schon, weiß nicht, 60, 70 und hatte sogar dann die Diagnose Leberzirrhose, obwohl sie eigentlich mit Alkohol gar nichts am Hut hatte. Also wenn sie ein paar Tropfen Wein mal getrunken hat, war das dann schon viel. Aber es gab dann einfach einen großen Konflikt auch mit ihrem Bruder mal und das über die Jahrzehnte. Und sie wohnten im selben Haus und auch da gärte es dann sozusagen ständig weiter, dass sie ihm nicht vergeben konnte, was dann ihre Leber sozusagen dann geschädigt hat und sie dann diese Leberzirrhose bekommen hat. Also es sind einfach diese Gedanken und Gefühle, die dann weiterwirken und ja, letztendlich im Körper
sich manifestieren bzw. auch dann sehr, sehr viel Energie kosten, sodass der Körper gar nicht seine Funktionsabläufe richtig ablaufen, also dass die Funktionen nicht so richtig ablaufen können. Ja, der Magen. Beim Essen nehmen wir natürlich auch wieder viel auf und alles landet im Magen. Das heißt also, einerseits hängt es auch mit der Ernährung zusammen, wobei das jetzt heute nicht so das Thema ist, aber wir sollten natürlich schon auch bewusst uns ernähren mit einer lebendigen Ernährung, mit möglichst wenig Giften, ob das jetzt an Zusätzen sind oder ähnliches. Aber es kann uns auch das ein oder andere einfach auf den Magen schlagen. Und oder wir schlucken auch zu viel. Das heißt, wir haben nicht den Mut, irgendwo zu reagieren. Es sind Ängste da, die sich auch dann über den Magen dann irgendwie bemerkbar machen, zum Beispiel bei einer Gastritis, bei einer Person, die einfach sehr, sehr große Ängste hatte. Ob das sich dann zeigte, dass sie da nicht unter viele Leute gehen konnte oder nicht in der Seilbahn fahren konnte, und sie war eigentlich leidenschaftliche Skifahrerin, war natürlich ein großes Hindernis. Geschweige denn, dass sie irgendwo vor Leuten sprechen konnte. Also viele Ängste, die sie dann hatte, die sich dann eben in dieser Gastritis dann gezeigt hat. Und dann, irgendwann hat es ihr dann doch gereicht, wo sie gedacht hat, so, und jetzt erst recht, jetzt mache ich erst recht das, wovor ich Angst habe. Weil wenn wir ständig unseren Ängsten nachgehen, dann, ja, ich vergleiche das gern, oder viele kennen ja auch die Komfortzone, wird die Komfortzone ja dann immer kleiner, weil man traut sich ja dann immer weniger zu. Anfangs mag man dann, weiß ich nicht, zum Beispiel beim Autofahren nur nachts nicht fahren, bei schlechtem Wetter nicht fahren, dann möchte man weite Strecken nicht mehr fahren. Und dadurch, dass man einfach die Sachen immer seltener macht, traut man sich dann immer weniger zu. Das heißt wirklich, dieser Wirkungsbereich wird immer kleiner. Und jetzt ist dann einfach die Aufgabe im Prinzip, das Stückchen für Stückchen wieder zu erweitern, dass wir uns immer wieder mehr zutrauen. In kleinen Schritten, muss nicht gleich Vortrag vor 500 Leuten sein, sondern wirklich im Alltag die kleinen Schrittchen, okay, wo habe ich Angst, und dass man es dann erst recht dann macht. Helfen natürlich sehr die Gedanken auch dann mit, dass man sich innerlich dann erstmal stärkt oder je nachdem, wenn man dann auch vorbereitet ist, dass man sich auch entsprechend vorbereitet, um den Mut zu haben, das dann wirklich zu bewerkstelligen. Also in kleinen Schritten Mut aufbauen, Herausforderungen annehmen und vor allem auch die Selbstsicherheit wird ja größer. Wissen wir alle, je mehr wir was üben, je öfter wir etwas machen, umso sicherer werden wir unserer selbst. Und dann ist es irgendwann wieder absolut selbstverständlich. Ja, der Darm. Beim Darm ist es ja so, dass wir da sehr viel auswerten, aber dann zum Schluss auch das Wasser entzogen wird und die ganze Sache vorbereitet wird, dass es den Körper dann auch wieder verlässt, die Speisereste. Und auch hier können wir das spiegelhaft dann sehen, wie verwerten wir das, was uns passiert. Erkennen wir wirklich dieses Entwicklungstraining, unsere Aufgaben, unsere Herausforderungen? Oder erkennen wir sie leider nicht so und verwerten dann nicht so die Möglichkeiten? Und genauso dann im hinteren Teil vom Darm, eben wie gesagt, wo es dann darum geht, dass die Speisereste dann ausgeschieden wird, dass es dann ums Loslassen geht. Kann ich denn loslassen, was mich irgendwo belastet? Kann ich loslassen, was mir nicht gut tut, was mir zu viel Energie kostet? Anfangsstadien können ja dann schon Durchfall sein und Verstopfung. Auch da das Sinnbildliche, die Verstopfung. Ich halte das zurück, was eigentlich raus sollte. Ich lasse nicht los. Oder Durchfall zeigt uns, was wir eigentlich machen sollten. Das heißt, wir sollten loslassen.
Also auch da, dass wir in unsere Stärken dann kommen und Belastendes loslassen und auch flexibel sind. Weil dieses Nicht-Loslassen können kann dann auch eine gewisse Starrheit, gewisse Sturheit dann auch beinhalten, dass wir also dann nicht flexibel sind, dann anders zu reagieren. Wir merken, gewisse Gewohnheiten, gewisse Gedanken tun uns nicht gut, aber wir halten dann trotzdem dran fest. Ja, die Schilddrüse, ein spannendes Organ. Die Schilddrüse, wir nennen es gern, ist ein Energiemessapparat. Das heißt, die Schilddrüse zeigt uns unseren Energiezustand sehr schön wieder. Verwenden wir zu viel Energie für irgendetwas oder zu wenig? Also auch als Beispiel hatten wir einen Patienten, der war sehr, sehr engagiert. Er war selbstständig, hat eine Landwirtschaft gehabt, hat sich nebenbei dann oder hat noch nebenbei dann eine Skischule gehabt und hat drei kleine Kinder gehabt, hat sich noch in der Gemeinde dann engagiert und war überall halt da noch mit dabei, bis er dann eben Schilddrüsenprobleme bekommen hat, weil es einfach zu viel des Guten war. Es war nichts dabei, was irgendwo mal sagen kann, okay, das war jetzt nicht sinnvoll oder gut, aber es war einfach zu viel. Und eine wichtige Charaktereigenschaft bei uns ist auch eben die Fähigkeit, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Und das ist eine Eigenschaft, die heutzutage sehr, sehr gefordert ist. Also gerade, wo die Möglichkeiten heute gigantisch sind, wo viele Jugendliche zum Teil gar nicht wissen, okay, wo können sie jetzt hin vor lauter Möglichkeiten. Vor Jahren, das war schon, weiß ich nicht, vor bestimmt 20 Jahren, waren wir in der Schweiz mal auf einem Kongress und hatten wir auch so Podiumsdiskussionen. Und dann hat also einer auch festgestellt, dass auch diese psychosomatischen Störungen also viel mehr zunehmen, auch vor allem in der Jugend. Und da hat er gemeint, ja, mal früher ist man halt an den Kleiderschrank gegangen, hat seinen Sonntagsanzug rausgenommen und ist in die Kirche gegangen. So, und heute macht man den Kleiderschrank auf, hat 1000 Möglichkeiten und nochmal 1000 Möglichkeiten, was man an dem Tag dann machen kann. Und so schön das ist, ist es doch auch wieder sehr herausfordernd, das Richtige für einen dann zu finden. Ja, also wie gesagt, die Schilddrüse, die unser Energiemessapparat ist und wir dann die Herausforderung haben, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ja, unser Bewegungsapparat, also Arme, Beine, auch ein sehr spannendes Kapitel, ist auch das Sinnbildliche, also mit den Händen halte ich ja auch, kann ich was festhalten. Beziehungsweise, wenn ich eben was mit dem Armen habe, dann sollte ich auch was loslassen. Also da war dann auch zum Beispiel eine Frau, die hat dann ihre kleinen Kinder, also die schon außer Haus waren, studiert haben, die Kinder wieder mal zu Hause gehabt über die Weihnachtsfeiertage. Und sie ist gesprungen und hat gemacht und wollte alles perfekt haben und tolles Menü und ließ sich nicht helfen und alles hat sie dann nur gemacht. Bis sie dann am zweiten Tag dann die Treppe schnell hochgegangen ist, gestolpert ist und sich dann den Arm gebrochen hat. Also da war dann eindeutig für sie dann klar, okay, ich sollte mir helfen lassen und zusammen macht es ja auch viel mehr Spaß und kann dann auch, ja, jeder gewinnt Zeit und vor allem auch sie ist dann nicht damit überfordert. Ja, und mit den Beinen gehen wir ja vorwärts. Das heißt, auch die Frage, gehen wir in unserer Entwicklung voran oder sind wir dabei, den richtigen Schritt zu machen? Also je nachdem können wir auch mit den Beinen Probleme bekommen, wenn wir dabei sind, erst was Falsches zu machen. Also die eine hat dann beschlossen, zum Beispiel in die USA umzusiedeln
und hat dann vorher einen doppelten Knöchelbruch bekommen. Das war eigentlich die Warnung für sie dann, nicht in die USA dann zu gehen. Und auch bei mir war es dann mal so, ich hatte dann eine Stelle, wo ich dann innerlich eigentlich schon wusste, dass es nicht die ideale Stelle für mich ist. Aber ich war ja Zahnärztin auch 10 Jahre lang und hatte aber nach dem Staatsexamen nicht direkt meine Approbation bekommen, weil ich noch die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte. Also als Nicht-EU-Ausländerin habe ich da nicht gleich die Approbation bekommen und somit hatte ich es dann sehr schwer, eine Assistentenstelle zu bekommen. Und dann war ich froh, dass also dann doch über irgendeine Hintertür, ich habe immer gesagt, dass ich bei der Schwanzquaste des bayerischen Löwen dann also eine Stelle gefunden habe, also wirklich im Hinterland vom tiefen Bayern. Und mir war klar, also es hat jetzt nichts mit Hinterbayern zu tun, aber einfach von der Stelle her, dass es nicht die richtige war. Aber dadurch, dass mir klar war, ich finde eigentlich jetzt nicht so schnell was, war ich dann doch nicht bereit, dann loszulassen. Und um da nach Hintertupfing dann zu kommen, habe ich dann auch ein kleines neues Auto dann bekommen. Und sehr bald blieb das Auto einfach auf der Strecke dann stehen. Es wurde dann immer langsamer und blieb dann plötzlich stehen. Gut, war dann auch erstmal eine Odyssee dann, bis ich das dann geregelt hatte. Sie haben erstmal ein Loch in meinen Tankdeckel gebohrt, weil sie gemeint haben, da bildet sich ein Unterdruck und dadurch kommt kein Benzin mehr in die Leitung. Das war es aber nicht. Dann war ich in München. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Über meine Freundin, die hat beim ADAC gearbeitet, hat gesagt, du, ich habe ein Auto jetzt bei mir stehen, schau mal. Und da waren nur irgendwelche Kontakte lose. Gut, auch da war mir die Botschaft dann schon klar. Aber wie gesagt, ich hatte dann einfach Bedenken, dass ich nichts anderes finde und bin dann immer noch da geblieben. Und dann 2-3 Monate später, am letzten Urlaubstag, bin ich dann bei einer Wanderung umgeknickt und habe mir einen Bänderriss gezogen. Dann war mir also klar, okay, Bänderriss, ich sollte wirklich mit der Sache abreißen und habe dann auch sofort gekündigt und bin dann da weg. Also es war einfach eine Stelle, wo ich mich nicht weiter entfalten konnte, wo es dann klar war, dass es nicht für mich richtig war. Und da hatte ich dann den Bänderriss zum Beispiel. Ja, und interessant ist, klar, wir sollten standhaft sein und doch flexibel und vor allem unterscheiden, was ist eine Hürde und was ist eine Warnung. Weil wenn wir dabei sind, etwas zu tun, kann es dann sein, dass wir auch Hürden bekommen. Was sind Hürden? Hürden sind im Prinzip gewisse Schwierigkeiten, die wir überspringen sollten, weil wir vielleicht nochmal Mut brauchen, weil wir Durchhaltevermögen zeigen sollten und Ähnliches. Das heißt, wenn das wirklich Hürden sind, dann werden die dann auch weniger und das passt dann insgesamt. Aber je nachdem, wenn wir etwas vorhaben, kann es auch sein, dass wir Warnungen bekommen, dass sozusagen das Stoppschild dann hingehalten wird und dass wir erkennen sollten und dadurch uns auch viel Ärger, sage ich jetzt mal, sparen können. Und das ist jetzt eben die große Herausforderung, zu überlegen und reinzuspüren, okay, ist das jetzt eine Hürde oder ist es eine Warnung? Bei einer Warnung wird es aber dann so, dass die Warnungen dann eigentlich immer lauter und stärker werden. Also je nachdem muss man dann auch erstmal ein bisschen ausprobieren, okay, ist es das eine oder das andere, aber wenn die Zeichen immer schlechter werden, dann sollte man sich wirklich was überlegen, ob die Sache an und für sich richtig und gut ist oder ob vielleicht einfach eine kleine Änderung gemacht werden sollte. Ja, auch die Augen und Ohren, auch hier sehr symbolisch, sehr sinnbildhaft. Mit den Augen sehen wir, wenn wir Augenprobleme haben, was sehen wir vielleicht nicht ganz richtig oder zu negativ. Und genauso mit den Ohren hören wir ja. Und in dem Fall ist es nicht nur das, was wir von außen hören, sondern vor allem, was wir innerlich hören.
Wir haben eine innere Stimme, die sogenannte Intuition, die uns gerne leitet. Nur die Stimme ist dann oft sehr, sehr leise. Manchmal nur ein Gefühl, wo wir es gar nicht so richtig erklären können. Wieso und weshalb. Und der Verstand dann sehr schnell dann da ist und erklärt, ja, aber doch, nein, das ist doch gut so, weil das und das und das und einfach mit klaren Argumenten dann kommt. Und wo die Intuition das vielleicht nicht so erklärlich ist, aber doch eigentlich die wichtigere Stimme ist. Und wenn wir da dann die Tendenz haben, eben nicht auf unsere innere Stimme zu hören, dann können wir Ohrprobleme bekommen. So auch eine Patientin, die innerlich dann auch wusste, dass sie etwas in ihrer Ehe ändern sollte. Ihr Mann war absoluter Fußballfan und sah ständig vor dem Fernseher und hat Fußball geschaut und es war ja auch soweit okay, aber er wollte unbedingt, dass sie immer dabei sitzt und sie hat für Fußball überhaupt nichts übrig gehabt und wollte natürlich viel lieber was anderes machen. Und sie hatte dann nie den Mut dann mit ihm darüber zu sprechen, bis sie dann eben den Tinnitus bekommen hat. Und da war ihr dann klar, okay, jetzt sollte sie wirklich auf ihre innere Stimme hören und das soweit klären. Die Haut, damit treten wir nach außen hin in Kontakt mit der Haut oder über die Haut. Ja, können wir auch vieles aufnehmen übrigens. Also hat sehr viel auch wieder mit zwischenmenschlich zu tun. Wo habe ich den Mut, aus mir herauszugehen, aus meiner Haut herauszugehen? Wo lasse ich auch Nähe zu? Wo fühle ich mich dann zu verletzlich? Und vieles hat dann eben auch mit Mut zu tun. Also auch da hatten wir mal dann einen jungen Mann, der hat in einem kleinen Ort gewohnt und hat die Arbeitsstelle aber am anderen Ende vom Ort gehabt. Und da er dann keinen begegnen wollte, hat er dann eher einen Umweg gemacht, wo er dann möglichst wenig Leute dann trifft. Und er hat dann Akne gehabt. Also viele junge Leute auch, die eben auch nicht so aus sich heraus können, haben dann Pickelchen und Akne dann im Gesicht, was natürlich dann ihnen nochmal erschwert, muss man sagen, eigentlich aus sich rauszugehen, weil dann genieren sie sich ja für das, wie sie aussehen. Aber genau das ist es, was sie dann machen sollten. Wobei bei Hauterkrankungen auch da die Ernährung eine sehr große Rolle spielt, muss ich sagen. Denn die Haut ist doch auch ein gewisses Ausscheidungsorgan, wo wir also Gifte dann loswerden können. Und je nachdem, wenn wir mal was haben, ist es auch eine positive Erscheinung. Und diese Funktion der Haut können wir dann auch über Bäder dann ausnutzen, dass wir also gute Bäder machen, wo wir Stoffe dann über die Haut aufnehmen können. Ob das dann Basenbäder sind, Essigbäder, Moorbäder, je nachdem, welcher Bedarf dann da ist, dass wir also wie gesagt die guten Stoffe aus dem Wasser dann über die Haut dann aufnehmen können. Ja, Gehirn und Nervensystem. Das Gehirn ist sehr, also natürlich ein sehr, sehr kompliziertes Organ. Also wir erfahren ja immer mehr, wie es funktioniert, aber ich glaube, es sind noch viele, viele Fragezeichen dann da. Aber doch entscheidend ist auch, was einfach hier zwischen den Ohren, sprich im Gehirn dann abläuft. Welche Gedanken haben wir? Schon viele Sportler wissen, gewonnen wird im Prinzip zwischen den Ohren. Und wenn wir uns einfach ständig mit Sorgen, mit Ängsten, mit belastenden Gedanken dann beschäftigen, dann leidet unser Gehirn. Es sind irgendwo Schwingungen, die dann dem Gehirn nicht gut tun. Und natürlich sind wir dann besonders gefordert, wenn wir krank sind. Dann
da immer positiv und zuversichtlich zu sein, ist natürlich eine große Herausforderung. Ist mir absolut klar. Weil dann spürt man was und denkt gleich, oh Gott, könnte ja, weiß ich nicht, was sein. Und doch ist es wichtig, dass wir wirklich unsere Gedanken in Schach halten. Also wirklich eine gewisse Gedankenhygiene betreiben. Das heißt, diese Gedanken zwar wahrnehmen, aber nicht anbeißen. Es gibt so schön den Spruch, es können Vögel der Sorge Kreise um unseren Kopf drehen, aber es ist wichtig, dass sie kein Nest auf unseren Kopf bauen. Auch eine ständige Anspannung zu haben, auch fürs Nervensystem oder auch eine Überforderung, das ja, können natürlich auch Konflikte von außen sein, das macht einfach das Nervensystem auf Dauer dann. Also es ist ja alles letztendlich langfristig hier zu sehen, macht einfach das Nervensystem dann auf Dauer dann nicht mit. Und so war es dann auch bei einem Patienten, na, es war eine Patientin, na, jetzt habe ich es verwechselt, Entschuldigung. Nein. Entspannung, Patient. Ja, genau. Nein. Mir ist nur der falsche Fall im Moment eingefallen. Okay, nein. Gut. Also wirklich schauen, wie können wir unser Nervensystem und Gehirn entsprechend entspannen. Also wirklich für Ruhe sorgen, zwischendrin auch am Wochenende mal was Schönes machen. Oder hier ist ja auch ein wunderschöner Park, wo man einfach mal sozusagen die Seele ein bisschen baumeln lassen kann, wo man sich auftanken kann, dass man wirklich die Möglichkeiten von sich aus kennt, wo kann ich wirklich was für meine Ruhe, für meine innere Gelassenheit tun, wo kann ich wieder Energie auftanken und dass wir das auch wirklich nutzen, ob das jetzt abends ist oder vor allem am Wochenende und auch Urlaube bitte wirklich entspannt verbringen. Nicht, dass wir da auch wieder uns unter Druck setzen und von hier nach da und überall und da wieder einen Stress haben, sondern es ist wirklich wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo wir mit so vielen konfrontiert werden und so viel Einflüsse auf uns einwirken, dass wir da wirklich zur Ruhe kommen. Ja, und manchmal ist es so, dass wir dann wirklich vor lauter Problemen, wenn wir den Fokus darauf haben, gar nicht wirklich erkennen können, wie wir da rauskommen. Also wir stehen einfach vor der geschlossenen Tür und sehen gar nicht, dass rundum dann doch viele Türen dann offen sind. Und darum ist es wirklich wichtig, dass wir uns öffnen und die Perspektiven dann ändern. Und so jetzt noch mal ein paar zum Schluss der Weg zur Erkenntnis und Heilung. Das eine ist wirklich zu erkennen, was ist und anzunehmen, was jetzt auch gerade wir präsentiert bekommen. Sprich, annehmen, welche Krankheit wir haben. Und wenn wir dann uns möglichst in eine gute Energie dann versetzen, dann können wir auch eben eine Lösung dann finden. Wenn wir tief im Loch unten drin sind, und das ist auch okay, wenn wir auch erstmal wirklich unten sind, wenn wir eine Diagnose bekommen haben oder was festgestellt wurde, aber wichtig ist dann doch zu schauen, okay, was kann ich jetzt wirklich Gutes daraus gewinnen, was möchte es mir denn wirklich sagen? Und wenn ich dann diese Ursache gefunden habe, dann ist es auch schon mal ein Riesenfortschritt, ein Erfolgserlebnis. Ist zwar noch lange nicht, sage ich jetzt mal, die Arbeit getan, aber doch der wichtigste Schritt. Der erste Schritt ist der Schritt der Erkenntnis. Erst wenn ich etwas erkannt habe, dann kann ich es auch wirklich verändern. Und dann geht es wirklich los eben in diese Lernprozesse, wie ich es auch zum Beispiel am Anfang bei der Krebspatientin erklärt habe, diese Schritte zu machen, mutiger zu sein, meine Gedanken zu verändern, zu wissen, wo möchte ich denn hin, was ist wirklich gut und richtig für mich.
Und da kann es dann auch erstmal notwendig sein, dass wir Belastendes loslassen. Ich hatte einige Beispiele, wo die Patienten dann eben Vergangenes nicht loslassen können, wo sie diesen Groll dann weitergeschleppt haben. Und es geht nicht um den anderen, sondern beim Vergeben geht es wirklich um uns selbst, dass wir uns von dieser negativen Energie dann befreien, weil wir schleppen das letztendlich mit. Das heißt noch lange nicht, dass ich das gut finde, was der andere vielleicht gemacht hat. Aber es geht um uns selbst, dass wir davon frei werden. Und dann auch wirklich diese mentale Stärke aufzubauen. Die Stärke und die Zuversicht, dass wir das schaffen können. Dass wir die Selbstheilungskräfte in uns haben, dass wir die Möglichkeiten haben, wirklich wieder gesund zu werden. Und das ist, sehe ich immer wieder, ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt bei Patienten, diesen Glauben an sich, den Glauben und die Zuversicht, dass man wirklich diese Kraft und die Macht hat, das Ruder sozusagen dann umzulenken. Wir können unser Leben in die Hand nehmen und wir können wirklich vieles zu unserem Positiven verändern, dass wir in unsere Stärke kommen und wirklich ein glückliches und zufriedenes Leben führen. Weil das ist auch wirklich Ziel hier auf der Erde, dass wir Freude haben, dass wir in unsere volle Stärke kommen, in unsere Größe kommen und dann auch wirklich für andere ein großes Geschenk sind und viel Gutes dann beitragen können. Und bei diesem Prozess ist auch das Warum wichtig, dass ich weiß, warum möchte ich gesund werden. Also nicht nur als Ziel wirklich gesund zu werden, sondern auch danach ein Ziel, eine Vision zu haben. Was möchte ich denn dann machen? Weil einige dann müssen dann wirklich auch ihre Arbeit aufgeben und sitzen jetzt zu Hause und denken sich, boah, was mache ich denn und wozu bin ich denn noch da? Und da ist es dann schon sehr, sehr schwierig, wenn sie dieses Warum nicht haben, wenn sie dann nochmal in der Zukunft haben, ja, da freue ich mich dann drauf, das möchte ich dann angehen, das kann ich dann angehen und das kann ich noch Gutes bewirken. Weil je nachdem war auch der Beruf vielleicht nicht der ideale für sie und auch da stehen dann Änderungen an und da den Mut dazu haben, wirklich den Weg zu finden, der für einen dann ideal ist. Ja, und letztendlich können natürlich auch körperliche Maßnahmen schon auch dazu beitragen, dass wir gesund werden. Ich sage jetzt nur ein paar Stichworte, dass wir also auch wirklich entgiften und entschlacken, wirklich den Müll, die Gifte loswerden aus unserem Körper, dann unser Immunsystem aufbauen, gute Bakterien im Darm haben, die guten Arbeiten auch für uns dann bewerkstelligen, dass wir alles gut verdauen können, auswerten können und letztendlich über eine gesunde, lebendige, energiereiche Nahrung all das zu uns nehmen, was der Körper braucht, um all das zu bewerkstelligen, was er alles an Arbeiten hat und möglichst gar nichts. Das heißt also, wenn wirklich Krankheiten da sind, sollten wir wirklich absolut keine Gifte dann zu uns nehmen, irgendwelche Zusatzstoffe, Suchtmittel und so weiter und so fort, sondern schauen, dass wir da wirklich in eine gute Balance kommen, weil es auch eine Sache von Energie ist. Ja, zum Schluss nur eine kurze Geschichte. Die Götter saßen zusammen und haben gemerkt, die Menschen haben einfach ihre Göttlichkeit irgendwo total missbraucht und jetzt wollten sie diese Göttlichkeit, diese Macht verstecken. Und die Diskussionen waren groß, ich mache es kurz. Also sie hatten kurz überlegt, auf dem höchsten Berg das zu verstecken oder in die tiefsten Meere oder weit raus ins Universum irgendwo zu verstreuen. Und haben gesagt, nein, nein, die Menschen kommen da überall hin. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und schlussendlich sind sie dann draufgekommen, dass sie diese Göttlichkeit in jedem von uns innen drin verstecken können, weil da schauen die wenigsten rein. Und mit diesem Vortrag hoffe ich, Ihnen da ein bisschen Anstoß gegeben zu haben, wirklich in sich reinzuschauen, in Ihre Größe zu kommen und wirklich schön aufzublühen. Das wünsche ich Ihnen. Ja, Moment, dann kommt das Mikrofon. Moment. Test, Test. Da komme ich doch gerne zu dir. Bitte. Danke. Dankeschön.
Sagen Sie, nachdem ja nach den vielen Erkenntnissen, dass die meisten Ursachen psychosomatisch sind, Ursachen der Krankheiten psychosomatisch sind, ja, wie steuert man zum Beispiel oder welche Möglichkeiten gibt es bei einem Hörverlust? Sagt mir dann eigentlich, wenn ich weniger gut höre oder überhaupt Hörverlust habe, sagt mir eigentlich rein psychosomatisch, dass ich nichts mehr hören möchte? Kann auch sein. Ist das eine Botschaft? Wäre es eine, sagen wir mal so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kann ich natürlich immer sehr allgemein nur sprechen und im Buch leider auch. Also das eine war, wo ich gesagt habe, wir hören unsere innere Stimme nicht. Und das andere, weil Sie es jetzt auch angesprochen haben, denke ich gerade an einen Fall, der sozusagen auch nicht mehr das Außen hören wollte. Also der sich wirklich eigentlich nicht wirklich bewusst, aber doch aktiv zurückgezogen hat, einfach vor sich hin so seins gemacht hat. Gut, war auch schon recht alt, seine Frau war dann gestorben, aber er hat sich dann total zurückgezogen. Und das hat sich dann auch dahingehend gezeigt, dass er dann auch kaum mehr gehört hat. Er wollte einfach nicht mehr dabei sein. Allerdings führt es dann weiterhin dazu, dass er einfach diese Herausforderung, diese zwischenmenschlichen, dann nicht mehr hatte und mit der Zeit auch dement geworden ist. Okay, gut. An sich, ja, bei Hörverlust ist es ja so, dass ja im Trommelfell die Membranen mit Härchen ausgestattet sind. Das heißt, es müsste rein theoretisch ja zum Verlust dieser Härchen kommen, ne? Membrane. Gut, und wie kann ich das auch, sage ich jetzt mal, auch psychosomatisch wieder steuern, dass es eine Aktivierung dieser wieder gibt? Oder ist das eigentlich nicht möglich? Weil es ist ja auch organisch irgendwie, oder? Naja, wenn organisch direkt schon eine Schädigung da ist, wirklich absolut kaputt, dann ist es sehr, sehr schwierig. Aber man kann es schon nochmal aktivieren, indem wir, wie gesagt, wirklich innerlich in uns reinspüren, okay, was will mir diese innere Stimme sagen und wo geht es für mich hin? Also kann ich mich leider nur ein bisschen wiederholen. Es ist schon auch der Wille, dann hinzuhören, weil je nachdem bekommen wir ja auch sozusagen ein Gefühl, mach das, wofür wir aber noch gar nicht so richtig bereit sind, das zu tun, was wir vielleicht auch gar nicht hören wollen. Im Großen und Ganzen, sage ich jetzt einmal, im Umfeld kenne ich schon ein paar Fälle, wo Hörverlust oder, sage ich jetzt mal, Hörschwierigkeiten ja gegeben sind. Jetzt gibt es natürlich auch medizinische Möglichkeiten oder Hilfen, wie eben Hörapparat, was ich so sehe, eigentlich nicht wirklich hundertprozentig funktioniert, weil die Hörapparate so eingestellt sind, dass sie zwar für bestimmte Momente funktionieren, aber bei diversen Aktivitäten ja nun doch nicht. Ja? Oder zum Beispiel ist der Apparat oben, kommt der Tinnitus und so weiter und so fort. Ja? Und wenn es die Möglichkeit einer psychosomatischen Aktivierung gäbe oder gibt, müsste man ja irgendwo auch ansetzen. Ich meine, ja, ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig zu sagen, okay, jetzt sollen die Membranhärchen wieder nachwachsen, das wird wahrscheinlich medizinisch schwer sein, nehme ich mal an, aber psychosomatisch, ja. Gut, auf der einen Seite kann man ja schon sagen, Glaube kann Berge versetzen. Also wenn das, es ist schon einiges möglich, also wie gesagt, vieles ist individuell, das werden wir jetzt hier, glaube ich, so allgemein nicht lösen können. Mhm. Aber es gibt schon vieles, dass ich also auch mit Visualisierungen anfange, dass das wirklich man sich vorstellt, wie das dann wieder funktioniert und in Gang kommt. Aber ganz entscheidend ist einfach, den inneren Knackpunkt zu finden. Woran liegt es? Und die Offenheit zu haben, da sich zu öffnen und sich wieder für das zu öffnen, was, ja, ich sage immer, von oben kommt, was ansteht dann. Okay, na dann vielen Dank einmal. Dankeschön. Ja. Danke. Noch jemand eine Frage? Okay. Ja, ich denke mir, es geht um das Lebensgefühl erstmal in sich zu finden. Wenn man ein Lebensgefühl hat, was Freude macht, sind, glaube ich, die Symptome von verschiedensten Krankheiten gar nicht mehr so im Vordergrund. Dass mal da was zippelt oder da was zippelt, hat ja auch mit unserem Leben zu tun, wie wir es leben. Und wenn wir das annehmen, verstehen, glaube ich, kommt genau dein Thema, was du uns heute präsentiert hast, genau richtig. Du hast ja auch das Buch,
Wo kann man das bekommen einmal, dass du das vielleicht noch mal kurz mitteilst? Einmal jetzt heute hier vielleicht auch? Ja, also ich habe ein paar Bücher hier natürlich mit dabei. Ansonsten natürlich im Internet, ansonsten Amazon, in jeder Buchhandlung eventuell bestellen. Ist also ganz normal im öffentlichen Verlag, im Trias Verlag erschienen. Und im Prinzip... Ja, gern. Natürlich. Das ist der Vorteil, wenn man live es kauft, dann kann man es mit Widmung bekommen. Gerne. Bist du heute Abend auch beim Podium noch dabei? Um 18 Uhr, glaube ich, ist es heute Abend. Hatte ich jetzt nicht eingeplant, muss ich nochmal durchdenken und nochmal kurz überlegen, ja. Wunderbar. War ich jetzt. Frau Dr. Beatrice Steingassner, was Krankheiten uns sagen. Mir hat es gefallen, ich glaube den Zuhörern auf OKTalk auch, die Einschaltquoten sind auf jeden Fall da, hier bei uns hier auch. Ja, ganz liebe Dank von meiner Seite aus, vielleicht magst du noch einen Satz den Menschen kurz mitteilen, zum Abschluss noch, vielleicht fällt dir ganz spontan noch was ein. Letztendlich alles passiert zu unserem Guten, dass wir in die Freude kommen und in unsere Größe und dass wir ein glückliches Leben haben. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ganz lieben, lieben Dank und hab hier einen schönen Aufenthalt. Okay? Ja, danke schön. Es ist wunderschön hier. So, liebe Leute auf OKTalk, wir schalten jetzt Musik ein. Als nächster Redner wird dann der Thomas Bachheimer bei uns da sein. Und ich schaue mit der Überschrift, da geht es um unser System, Thomas Bachheimer, wie unsere Demokratie sukzessiv durch das Geldsystem zerstört wird. Thomas Bachheimer, circa ab 15 Uhr hier auf OKTalk. Und nun beenden wir mal die Aufnahme und es gibt jetzt ein wenig Musik. Bis dahin, tschüss, Baba. Und Grüße, Musik ab, Player frei und so, tschüss. So. Und offline. Dankeschön. Ja, wirklich, danke, danke, danke. Danke. Gut, sonst für Fragen bin ich natürlich sehr offen im Vortrag, aber auch im Buch ist es, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig, weil man nur sehr allgemein sprechen kann und es mal so sein kann. Aber ich bin noch gern da und wer noch Fragen hat, kann noch kommen. Wie gesagt, dieses Buch, ich habe es mehreren Menschen in die Hand mal gedrückt, weil sie unterschiedliche Probleme haben. Und wo ich das Buch dann immer wieder bekommen habe, ich habe es immer wieder bekommen. Zwar wollte ich ja auch, wollte es ja auch haben, nicht. Ne? Und, aber ich sehe auch viele Menschen, die da so das Problem und das Problem haben. Und die sagen, die erkennen sich da drin. Mhm. Ne? Und das ist das Schöne, weil da.